BankTV, ein Service Ihrer VR Bank Westmünsterland. Die VR Bank Westmünsterland EG ist zu ihrer jährlichen Veranstaltung BankLive ein volles Haus gewohnt. Auch in diesem Jahr sind wieder über 600 Mitglieder, Kunden und Freunde der VR Bank in das Konzerttheater Coesfeld gekommen, um den ehemaligen Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Professor Günther Verheugen, zu hören und zu sehen. Der kleine Film, Intro nennt man das ja heute, den Sie soeben gesehen haben, erinnert Sie sicherlich an die vergangenen BankLive-Veranstaltungen hier in Coesfeld im Konzerttheater. Mit BankLive wollen wir Ihnen Kulturelles und Informatives bieten. Ein eigenständiges Format, speziell für Sie, unsere Mitglieder, Kunden und Freunde der VR Bank Westmünsterland. Wissen Sie, woran ich denke, wenn ich Europa höre? Ich denke daran. Durch das zweistündige Programm führte die Journalistin Juliane Hielscher. Bereits zu Beginn band sie das BankLive-Publikum mit einem Quiz zu den Standorten europäischer Institutionen ein. Da saßen wir Samstagabend immer alle zusammen. Er ist ein vielseitiger Genosse. Für die SPD hatte er über viele Jahre hohe Ämter inne und als Kind wuchs er mit einer Genossenschaftsbank auf, vom Vater selbst in Brühl im Rheinland gegründet. Mit dem Sparbuch Nummer 006, gleichsam ein Genosse der ersten Stunde. Günther Verheugen bot einen atemberaubenden Galopp durch europäische Prinzipien und Emotionen, Fehlentwicklungen und feste Überzeugungen. Höchst komplizierte Problem. Gibt es eine Lösung? Insgesamt gehe es in Europa derzeit um Bankenrettung, nicht um Länderrettung. Es sei eben nur nicht so populär, das auch zu sagen. Denn für die Rettung von Banken lassen sich eben nur wenige Steuerbürger begeistern. Er selbst sei deshalb ein überzeugter Anhänger des genossenschaftlichen Bankenmodells. Von diesen Banken kann kein systemisches Risiko ausgehen. Für alle anderen Banken forderte er, sie so zu strukturieren, dass man sie auch pleite gehen lassen könnte. Eine Absage erteilte Verheugen der oft bemühten Rede von Deutschland als Zahlmeister Europas. Für dieses Bild hasst man uns in Europa. Vielmehr gelte, dass deutsche Überschüsse die Defizite der anderen europäischen Staaten seien. Kein Land profitiere stärker von Europa als Deutschland. Es ist nach wie vor sehr leicht, Vorbehalte gegen Deutschland in Europa zu mobilisieren. Die Vergangenheit ist nicht vergessen, so Verheugen. Oder geben dem europäischen Kommissar das Recht, nationale Haushalte einzukassieren. Es könne künftig nicht um eine neue Erweiterungsrunde und noch mehr Macht für Brüssel gehen. Wir brauchen weniger Regulierung und das Notwendige muss besser sein, erläuterte Verheugen, gerade mit Blick auf die Belastung für den deutschen Mittelstand. Die mittelständische Wirtschaft mit ihrer Standorttreue ist ein wesentlicher Strukturvorteil in Deutschland. Dies zeige beispielhaft, dass es in den europäischen Staaten unterschiedliche Entwicklungen geben müsse. Mittelstand können sie auch nicht durch politisches Dekret verordnen, auch wenn mancher europäischer Nachbar daran inzwischen durchaus Interesse habe. Ein wichtiger Beitrag Deutschland in der EU liege deshalb im Prinzip Think Small First. Verkrustete Marktideologien der Kommission mit Schwerpunkt auf multinationalen Unternehmen gelte es aufzubrechen. Für den musikalischen Höhepunkt dieses Abends sorgte eine der erfolgreichsten deutschen Kulturexporte, die außergewöhnliche Quartettformation Salut Salon. Bereits vor 2 Jahren begeisterten die 4 exzellenten Violistinnen bei BankLive die Gäste. Die 600 Gäste der VR Bank honorierten im stilvollen Ambiente des Konzerttheaters BankLive mit viel Applaus. Beim anschließenden Get-Together im Foyer des Konzerttheaters Coesfeld diskutierten die Gäste noch angeregt weiter.